Es ist Donnerstag, der 26.01.2017 und das hier ist das SICK Update Nummer 1. Ja, und damit herzlich willkommen zum ersten SICK Update 2017. Dieses Jahr kam ja noch nichts auf unserem Kanal, hatte verschiedene Gründe, die ich gleich näher erläutern will. Und ja, damit steigen wir auch direkt ein. Wir wissen noch nicht so genau, was dieses Jahr laufen soll auf SICK. Es gibt keinen genauen Plan. Ich habe mir vor kurzer Zeit einen neuen PC gebaut, da wird dann so noch ein Video kommen. Gewisse Personen bauen ihren PC zusammen tatsächlich. Dann wird hoffentlich endlich Versus Season 3 kommen. Bald auch alles, so ich denke in den nächsten paar Wochen wird das alles irgendwann dann hoffentlich kommen, so langsam mehr oder weniger, beziehungsweise dann in den nächsten Monaten. Ja, aber dieses Jahr kam ja noch nichts und es ist jetzt schon der 26.01. und ich hatte mir irgendwie gedacht, machst du mal ein Update. Der eine oder andere wird das vielleicht noch kennen oder wird es schon kennen, sowas habe ich auch gelegentlich mal auf Facebook gemacht. Das waren einfach die Facebook-Updates, die hat ja Avid damals eingeführt, dann habe ich das ganz dreist geklaut und immer mal wieder gemacht. Ja, und seither kam da immer mal wieder was. Ich habe jetzt aber gedacht, ich mache es jetzt einfach mal hier, weil damit hier was kommt, damit das klar ist und weiß ich nicht, weil auf YouTube, ich meine, ich kann das dann ja auch auf Facebook wieder posten und dann sollte das schon passen, denke ich. Aber gut. Also SICK 2017, es gibt noch keinen genauen Plan, aber ich habe auf jeden Fall Bock und viel vor. Dennoch muss ich sagen, dass einer der Gründe, warum jetzt nichts kam, neben der Tatsache, dass bald für mich Klausuren sind und ich dafür lernen muss und so, aber ich studiere jetzt nicht Medizin oder so, deswegen muss ich da jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden oder 10 Stunden lernen, sondern 3 bis 4 Stunden am Tag reichen durchaus aus, meistens eigentlich. Na, kommt natürlich vielleicht nochmal gelegentlich All-Day-Work dazu, so für die Uni, weiß ich nicht, irgendwas lesen oder vorbereiten oder was auch immer, ist ja völlig egal, aber trotzdem. Ja, das geht schon. Das ist nicht der Hauptgrund gewesen, sondern der Hauptgrund war eher, dass ich jetzt ein bisschen frustriert war, so mit YouTube, einmal auf unseren eigenen Channel bezogen, weil da ja nicht mehr so viel geht und weil ich es einfach lange schon, jetzt nicht nur seit gestern oder so, frustrierend finde, wenn man ein Video macht und man da Arbeit reinsteckt und dann kommt da null Feedback, so, und ja, es gab mal bessere Zeiten auf diesem Kanal und die sind halt vorbei, scheinbar, so wie es aussieht, endgültig, und jetzt gilt es vielleicht eher da was Neues zu erreichen. Ich meine, wir haben mal eine Zeit lang immer so 300, 400 Views bekommen und immer einige Comments, das gab es diese Zeiten und das fand ich immer ganz angenehm und weiß ich nicht, da muss ich mir halt vielleicht nochmal was überlegen, aber auch abgesehen davon finde ich YouTube ziemlich frustrierend, weil wenn man sich dann wiederum anschaut, na, aber das ist ja auch schon länger so, aber keine Ahnung, ich fand es jetzt Ende des Jahres nochmal relativ schlimm, was viele Views bekommt, dann denkt man sich nur so, Jesus. Denn bleiben wir mal ehrlich, Trends auf YouTube ganz schlimm aktuell, oder? Also, ich weiß nicht, am Ende des Jahres habt ihr zum Beispiel, gut, das war jetzt von MTV, so ein Video über White Guys irgendwas. Just because you have black friends doesn't mean you're not racist. Das ist ja durchs Netz kursiert und hat natürlich auch ziemlich viel Hate bekommen, was dann wieder schön war, dass es Menschen gibt, die das dann anscheinend auch ziemlich scheiße finden. Da gab es noch Manspreading und all so eine dumme Kacke. My balls! I don't want my balls sticking to my legs! Aber auch sonst so. Allgemein Trends irgendwie finde ich nicht so cool, diese ganze, egal. Es gibt viele Kanäle, die gerade führend sind, sagen wir mal so in Deutschland halt vor allem, die ich nicht so geil finde. Es gibt einige große, die ich dann noch ganz cool finde oder mehr oder weniger groß, ist ja auch wieder relativ, ne? Also Behind und Rocket Beans, ne? Aber die sind ja auf ihre Art und Weise auch mehr oder weniger successful, würde ich ja mal sagen zumindest. Und die halten dann doch die Fahne vielleicht noch ein bisschen hoch, weil halt, es gibt einfach ziemlich viel Kacke und das nervt mich dann. Und wenn man dann selbst denkt, man macht sicher nicht den besten Content der Welt, aber sicherlich auch keinen beschissenen Content und kriegt dann halt gar nichts da. Das ist irgendwie scheiße. Aber gut, da muss ich dann nochmal was überdenken, aber ich habe trotzdem Bock und
will auf jeden Fall weitermachen, auch wenn ein paar Sachen zu Ende gegangen sind. Ja, will auf jeden Fall. Ne, just keep uploading. Na, hat ja mal Casey Neistat, der auch nicht mehr vloggt. It's not clickbait. I really am ending the vlog. So eine Scheiße. In einem seiner Videos gesagt, was er von wiederum jemand anderes gesagt hat. Egal. Ja, und dann kann ich euch nur noch zuletzt sehr empfehlen, uns auf unseren Social Networks zu folgen, denn ich habe ja, wie gesagt, einen neuen PC und streame jetzt relativ oft. Schnell, Silas! Silas! Thomas. Oh, du bist der letzte Pflegefall! Du bist so ein fetter Hurensohn, was machst du denn? Ja, und relativ oft auch spontan haue ich den Stream einfach mal an, wenn ein bisschen CS läuft bei uns oder Overwatch, denn zocken tue ich tatsächlich aktuell echt viel. So, also lernen und zocken und dann noch ein bisschen hier und da Sport machen und so, das ist aktuell so Hauptarbeit. Macht man immer mal wieder so was anderes, aber das ist der Alltag. Finde ich aber auch mal ganz angenehm. Gut. Wobei ich mich auch freue, wenn die Klausuren vorbei sind. Das war's im Prinzip, aber genau, weswegen auf die Social Networks wollte, dann, wenn ich dann halt spontan streame, dann kommt da dann der Link auf Facebook und auf Twitter. Und ich kann euch auch nur sonst sehr empfehlen, weil YouTube ja natürlich wieder ein bisschen Kacke gebaut hat mit den Subboxen und so. Einfach neben dem Abonnieren-Button einfach auf diese Glocke zu klicken für Benachrichtigungen. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Müsst ihr nicht machen, aber wenn ihr halt das wirklich auch sehen wollt, dann ist das auch schon zu empfehlen. Auf Facebook könnt ihr übrigens auch Benachrichtigungen einstellen, weil wenn ihr darauf hofft, dass random irgendwas von unseren Posts in eurem Feed auftaucht, das passiert vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht, falls ihr gerade nicht online seid und so. Ich meine, man hängt ja gelegentlich mal auf Facebook rum, aber man ist jetzt nicht die ganze Zeit nur da oder so. Oder man sieht es dann halt erst einen Tag später und dann ist der Stream halt wieder offline, ne? Dementsprechend sind Benachrichtigungen da vielleicht keine schlechte Option, aber das müsst ihr, wie gesagt, selber wissen. Okay, und dann fände ich es auch noch cool, aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet, weil ich da tatsächlich ein bis zwei Bilder inzwischen am Tag poste, so von irgendwelchen Reisen und Kram, auch ältere Sachen und das so ein bisschen als meine Plattform auch, was ich hier mit der Cam sonst noch so anfange, nutze. Ja, würde mich sehr freuen. Gut. Das war's auch schon. Ich hoffe, dann kommt bald wieder Content und wenn die Klausuren fertig sind, kommt auf jeden Fall wieder einiges. Ich habe auch viele Ideen und dann geht's weiter. Und hoffentlich dann auch mal wieder bergauf. Könnt ihr auch mal was zu in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. So von wegen so, na, wie ihr das seht, mit unserem Channel und auch der allgemeinen Lage auf dieser, unseren super heiligen Plattform YouTube. Haut rein.